Mein Name ist Alexander Türk, ich bin CEO und einer von vier Gründern von Aeditive. Aeditive ist ein Technologielieferant für die Bauindustrie. Wir entwickeln robotische 3D-Druckanlagen für die Betonteilfertigung und automatisieren so den Betonbau. Aeditive ist zunächst mal ein stark wachsendes Team. Angefangen haben wir mit vier Gründern. Roman Gerber ist unser Maschinenbauer und Automatisierungsexperte. Hendrik Linnemann ist studierter Architekt und unser 3D-Modellierungsgenie. Und Niklas Nolte, Betontechnologe. Da komme ich dann dazu als der strategische und kaufmännische Part. Wir befinden uns hier in Hamburg-Norderstedt, wo wir seit April 2020 unsere Demonstratoranlage, den Concrete Editor, betreiben. Die Automatisierungstechnologie, die wir hier haben, ist ein robotisches Spritzbetonverfahren, wo wir Beton Schicht für Schicht auftragen und somit komplette Bauteile produzieren. Das heißt, der Kunde ist nicht mehr wie zuvor auf Schalungen angewiesen, die teuer und zeitaufwendig zu produzieren sind, sondern kann ohne diese Gussformen Bauteile direkt auf einer Stahlpalette produzieren. Das Herzstück unserer Produktionsanlage sind zwei große Roboter, die in kooperativer Arbeit das Bauteil fertigen. Wenn der Prozess dann startet, wird zuerst Beton in Chargen angemischt und dann schichtweise zu einem Bauteil aufgetragen. Abschließend wird das Bauteil dann noch einmal nachbearbeitet, das heißt, die Oberfläche wird geglättet oder es werden Bohrungen eingebracht. Das Besondere unseres Fertigungsprozesses ist, dass wir den Beton sprühend auftragen. Das gibt uns die Möglichkeit, gerade in Kombination mit dem Roboter das Material aus beliebigen Richtungen auf das Bauteil aufzutragen. Und dadurch können wir sehr viel komplexere Bauteile produzieren, als mit anderen Verfahren möglich ist. Mit der Zusammenarbeit mit KUKA sind wir sehr zufrieden. Wir haben von Anfang an einen persönlichen Ansprechpartner gehabt und haben sehr schnell gemerkt, dass unser Thema auch einen strategischen Stellenwert bei KUKA einnimmt. Zudem waren die Geschwindigkeiten, zum Beispiel die Lieferzeiten oder die Rückmeldungen auf Anfragen sehr schnell, was für uns als Startup einfach essentiell ist. Das Besondere an unserer Anlage ist, dass wir bewährte Bauteile produzieren können, das heißt tragende Bauteile, die als Strukturelemente eingesetzt werden können. Wir werden Mitte nächsten Jahres die erste Anlage bei einem Kunden im Fertigteilwerk in Betrieb nehmen, sodass dort im Anschluss eine Serienfertigung von Betonteilen beginnen kann. Wir sehen die Lösung im ersten Schritt ganz klar im Fertigteilwerk, wo Betonmodule vorgefertigt werden, und im zweiten Schritt aber auch auf den Baustellen, wo wir dann Betonmodule vor Ort produzieren. Wir sprechen ganz klar von einem Massenmarkt. Die Bauindustrie trägt 13% zur weltweiten Wertschöpfung bei. Das ist eine signifikant große Industrie, die gerade ganz am Anfang ihres Digitalisierungsprozesses steht. Roboter werden eine sehr große Rolle spielen für die Zukunft der Bauindustrie. Einfache Produktionsprozesse sind heute schon automatisiert. Nur für die komplexen Produktionsprozesse gibt es keine ausreichende Automatisierungslösung. Wir als Technologielieferant sind hier in der Pflicht, eine schlüsselfertige Lösung zu liefern. So können auch unsere Kunden an der Digitalisierung partizipieren. Orange Intelligenz.